Ja, schönen guten Morgen, Donna. Guten Morgen, Rainer. So, womit bist du gekommen heute? Ja, und zwar ist mein Thema erstmal so relativ allgemein, dass mein Mann mir die Schuld an allem gibt. Also quasi ganz oft im Alltag. Wir hatten jetzt erst wieder die Situation, ne? Unsere Tochter hat nicht gehört, er hat mit ihr geschimpft, ich habe sie danach in den Arm genommen und er steht da und sagt, ja, kein Wunder, dass sie nicht hört, ist ja klar, wenn du sie immer in den Arm nimmst. Oder keine Ahnung, er gibt mir die Schuld, dass das Essen nicht schmeckt oder dass ich was koche, was ihm nicht schmeckt. Ne? Ich frage ihn, was möchtest du essen? Er sagt, ach, ist mir egal. Und dann koche ich was und dann sagt er, ja, toll, schon wieder Erbsen, so nach dem Motto. Und genau, und jetzt habe ich mit ihm ein sehr, sehr großes Thema. Und zwar, wir haben vor ein paar Jahren ein Haus gekauft. Gemeinsame Entscheidung und haben dann beim Kauf oder nach dem Kauf festgestellt, dass wir hier ein Problem haben mit der Baugenehmigung. Wir sind also im Rechtsstreit mit dem Vorbesitzer. Und mein Mann wollte damals gerne eine Rückabwicklung und wieder ausziehen. Und ich hatte gesagt, nee, möchte ich nicht. Wir sind gerade umgezogen. Der Umzug war so anstrengend. Ich bin gerade irgendwie endlich angekommen. Ich will keine Rückabwicklung. Und ja, genau, der Rechtsstreit, der läuft halt immer noch. Und ich habe jetzt halt irgendwie festgestellt und ihn dann halt auch mal direkt drauf angesprochen, habe gesagt, du, ganz ehrlich, du hast unser Haus, oder? Und er meinte, ja. Und ich sagte dann, und du gibst mir die Schuld daran, oder? Und er hat es zugegeben. Also er hat gesagt, ja, ich gebe dir die Schuld daran. Und Also das finde ich halt eine ziemlich heftige Sache, ne? Dass er mir da die alleinige Schuld dran gibt, weil das war jetzt nicht irgendwie eine Riesendiskussion, wo ich 5000 Argumente hatte, warum ich keine Rückabwicklung will, sondern das war ehrlich so ein 10-Minuten-Gespräch. Ich meinte, ach nee, Rückabwicklung möchte ich nicht. Und er hat gesagt, okay. Und ja, jetzt sagt er, ich bin diejenige, die schuld ist, weil ich habe das ja beschlossen. Ach so, also ihr habt da nur ganz kurz drüber geredet. Genau. Wir haben eigentlich nur ganz kurz drüber geredet. Wir haben da nicht groß diskutiert, und ich habe mich ganz doll gesträubt oder irgendwas, sondern genau, ich habe eigentlich nur, und das haben wir halt öfter, ne, dass ich das Gefühl habe, ich sage eigentlich nur meine Meinung. Er sagt dann, okay, dann machen wir es so. Und wenn es doof ist, dann sagt er, ja, du wolltest das ja. Okay. Wie lange seid ihr verheiratet? Seid verheiratet jetzt seit 3,5 Jahren. Oh, noch ganz frisch, ne? Ja, genau. Aber ihr kennt euch länger, oder? Ne, so ein bisschen. Also wir sind seit 4,5 Jahren zusammen und Okay. Okay. Und die Tochter ist wie alt? Na, wir haben drei Töchter, eine große, die hat er mit in die Ehe gebracht, die ist 16, die wohnt auch fest bei uns, und dann haben wir gemeinsam eine 5-Jährige und eine fast 3-Jährige. Okay. Die Stieftochter ist jetzt seit kurzem dann dabei, ne? Bei euch. Na, die wohnt die ganze Zeit, also die quasi habe ich kennengelernt, da war sie 9, da hat sie bei ihm fest gewohnt, dann bin ich bei den beiden eingezogen und sie wohnt bei uns und das alle 2 Wochen am Wochenende bei ihrer Mutter, aber sie hat ihren Lebensmittelpunkt bei uns. Ah, okay. Und Verhältnis zu der ist von deiner Seite gut, ne? Ja, das ist ziemlich gut. Okay. Gut. Seit wann, sag mal, hast du den Eindruck, geht das jetzt schon so mit dem, dass du sozusagen immer die Schuld hast? Na, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich schon immer. Also es ist auch nicht nur mir gegenüber, er gibt insgesamt, also wir arbeiten auch zusammen in der gleichen Firma, da haben wir uns kennengelernt, dadurch kenne ich ihn schon ein bisschen länger. Und er ist im Allgemeinen so, dass er immer anderen die Schuld gibt und ja, dann halt auch mir, weil ich natürlich, ich sag mal, ein gutes Opfer bin in der Hinsicht, weil ich einfach viel, viel da bin und viel entscheide und genau, eigentlich schon immer. Und ich merke jetzt immer mehr, wie es mich stört. Ich habe am Anfang, habe ich immer, ja,
Ich hatte gesagt, okay, also habe ich dann viel über mich selber nachgedacht, ne? War ich zu rigoros, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe? Habe ich ihm da keine Wahl gelassen? Aber inzwischen ist es wirklich, dass ich denke, ich traue mich gar nicht mehr, meine Meinung zu sagen, weil er das als Entscheidung hinstellt. Und so länger darüber mal reden, ist das nicht möglich? Ja, das ist halt das bei ihm. Mit ihm ist sehr schwer zu diskutieren, weil er hat seine Meinung und er hat unheimlich gute Argumente und er kann unheimlich gut diskutieren. Und ich bin da wirklich in so einer Diskussion. Ich habe nach ein paar Minuten keine Lust mehr, weil ich denke, okay, ich komme hier sowieso nicht zu Wort. Und meine Argumente zählen an seinen Augen gar nicht und er dreht mir das Wort im Mund herum. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich das meistens, wenn er halt mir irgendwie die Schuld gibt, in den meisten Fällen schlucke ich es runter und wehre mich gar nicht, weil ich denke, okay, das führt sowieso nur zum Streit, in dem ich keine Chance habe. Also lasse ich es halt, lass es auf sich beruhen, solche Kommentare und gut. Also heißt, dass du, naja, also wir sagen dazu ja Retroflexion, dass du deinen Ärger sozusagen runterschluckst, ne, und ja, Ja. das immer wieder runterschluckst, okay, und nichts sagst und eure Kommunikation immer weiter, sozusagen immer weniger wird oder einsilbiger wird. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich so über Probleme sprechen, ist bei uns unheimlich schwierig. Kriegen wir beide nicht hin. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich da auch meinen Anteil dran habe, weil ich mich, wenn ich kritisiert werde, fühle ich mich sehr, sehr schnell in die Ecke gedrängt und ziemlich, ziemlich hilflos und bin, glaube ich, niemand, der so wirklich konstruktiv mit Kritik umgehen kann, sondern Aber was ist jetzt die Kritik zum Beispiel mit dem Haus? Was ist da dein Anteil oder die Kritik? naja, also es ist ja schon, also klar, ich habe meinen Anteil daran an der Entscheidung. Das sage ich ja auch gar nicht. Ich sage ja nicht, dass ich an nichts schuld bin. Ich habe überall meine 50%, meinen Anteil dran. Definitiv bin ich auch bereit zu tragen, aber halt auch nicht mehr als den. Naja gut, also was ich jetzt natürlich raushöre, ist, dass du ganz viel eben jetzt seit Monaten oder Jahren, ich weiß jetzt nicht, wann das dann genau angefangen hat, aber dass du deinen Ärger runterschluckst, ne, auf ihn, dass er dir letztlich ja die Schuld gibt. Also das höre ich da so raus. Ja, schon. Und was machst du da mit deinem Ärger? Also ich habe es jetzt seit einem Jahr versuche ich den zu beklopfen. Also quasi, ich lasse ihn ihm gegenüber nicht raus, sondern wenn der Ärger groß ist, gehe ich halt in eine ruhige Ecke und beklopfe den dann selber, meinen Ärger auf ihn. Aber er ist immer wieder da. Also da ist viel Ärger. Ja klar, weil du ja immer wieder Situationen hast, wo er sagt, das Essen schmeckt nicht oder schon wieder Erbsen oder so. Das heißt, es ist ja immer wieder eine Situation, wo du Ärger dann hast. Ja. Und hast du oder ihr beide mal immer darüber nachgedacht, in dem Zusammenhang mal eine Paarsitzung zu machen? Das wäre ja ganz sinnvoll, sag ich mal, das zu zweit mal zu besprechen. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr, bevor ich das, oder so am Anfang, als ich das Klopfen kennengelernt habe, habe ich ihm gesagt, ich hätte gerne eine Paartherapie in irgendeiner Art und Weise. Und das hat er rundweg komplett abgelehnt. Hat gesagt, Therapeuten, das bringt doch alles nichts. Uhuk. Ich nicht. Und dann habe ich das Klopfen kennengelernt und dann hat sich die Situation schon insgesamt sehr verbessert, muss ich sagen. Also für mich zumindest und insgesamt auch, weil ich einfach früher habe ich so jeden Ärger, den ich hatte, also da habe ich viel mehr zurückgetrotzt, ne? Wenn er Bemerkungen gemacht hat, dann habe ich richtig, richtig zurückgeschlagen, quasi trotzmäßig. Und inzwischen setze ich mich dann in eine ruhige Ecke, löse meinen Ärger auf und kann dann wieder gechillt damit umgehen. Das heißt, du meinst, du bist jetzt nicht trotzig? Ich bin Okay. schon immer noch trotzig. Aber Okay. mehr kommt jetzt eigentlich so diese Hilflosigkeit durch. Mehr dieses, ich will nicht immer an allem schuld sein. Ist das eigentlich richtig, was ich jetzt mache, dass ich mich nicht mehr wehre? Also ich fühle mich gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, dadurch fühle ich mich noch kleiner als früher, indem ich halt nicht mehr zurücktrotze, nicht mehr kämpfe.
Naja, Trotz ist ja nicht kämpfen, also Trotz ist ja eher, du ziehst dich eher zurück oder retroflektierst, hältst deinen Ärger zurück. Und die Frage nochmal an der Stelle, der Ärger muss ja irgendwo hin. Wie gibst du ihm das zurück oder wie zahlst du es ihm heim? Also offiziell nicht. So. Wenn dann indirekt Ja, durch. das meine ich. Das ist ja bei Frauen meistens indirekt. Also das, ja, wenn dann indirekt so ein bisschen passiv-aggressiv. Ah, okay. Wie machst du das dann? Passiv-aggressiv? Also ich sag mal, so relativ. Was ich merke, zum Beispiel, umso mehr über die Jahre hinweg, umso mehr wir diese Themen haben, umso weniger Lust habe ich auf körperliche Nähe. Genau, das meinte ich. Also, dass du dich auf sich dann ja auch körperlich, sexuell zurückziehst. Ja, definitiv. Ah, okay, das ist ja wichtig. Aber da habe ich lange gebraucht, um das zu merken, dass das passiv-aggressiv ist. Früher dachte ich, naja, ist halt so im Alltag mit den Kindern, Haus, hat man nicht mehr so viel Lust oder so viel Zeit für Intimität. Aber ich merke, das ist schon auch, hat auch was mit Ärger zu tun. Naja, irgendwo muss der Ärger ja bleiben und irgendwo musst du es ihm ja zurückzahlen, dass er dir sozusagen an allem die Schuld gibt, an deinem Essen rummäkelt oder dir die Verantwortung zuschiebt, dass er immer noch in dem Haus wohnt und so weiter, ne? Und kriegt er das gar nicht mit? Sozusagen dass du ihn so auf Abstand hältst, körperlich und auf sexueller Ebene ja offensichtlich auch. Ja, das kriegt er schon mit, da gibt er auch mir die Schuld daran. Ach so. Also es ist jetzt auch so inzwischen, er macht zum Beispiel in sexueller Hinsicht gar keine Avancen mehr, Okay. sondern wartet, dass ich auf ihn zukomme. Und wenn ich halt ein paar Wochen nicht auf ihn zukomme, dann ist das so. Und quasi, wenn dann mal von ihm Spitzen kommen, na, wir haben ja gar keinen Sex mehr, dann sagt er, naja, du willst ja nicht. Okay. Und hast du es denn schon mal ausprobiert, in den Konflikt dann direkt reinzugehen, also jetzt nicht zu schlucken, sondern dann in dem Moment in den Ärger zu gehen? Also deinen Ärger auszudrücken, hast du das schon probiert? Also ich habe das probiert, in Ja. den letzten Jahren öfter mal. Und das ist dann immer in einen ja ziemlich heftigen Streit ausgeartet und dann auch so heftig, dass wir auch mehrere Tage nicht miteinander gesprochen haben. Und das war für mich ganz, ganz schwer auszuhalten. Und da habe ich gesagt, auf diese Konflikte habe ich einfach keine Lust mehr. Bin dann sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und vor allem hat es auch ni zu nichts gebracht. Also es hat sich nichts verändert dadurch. Es war so, okay, ich habe jetzt alles gesagt, was mich stört, aber es änderte gar nichts. Deswegen irgendwann bleiben lassen. Okay. Ich meine, was erhoffst du dir denn jetzt von dieser Stunde jetzt hier? Was wäre sozusagen dein Auftrag? Was meinst du, können wir jetzt hier tun? Ich finde es schön, wenn ich mich nicht mehr so hilflos fühle oder auch, also es ist ja so eine Art, wenn er mich damit so konfrontiert, dann fühle ich mich total in die Ecke gedrängt, ganz, ganz hilflos und habe dann auch selber, komme in so eine Spirale, dass ich mir selber tatsächlich auch Schuldgefühle mache, mir denke, okay, war auch doof von mir, habe ich blöd gemacht und dann ist wieder mein anderer Kopf, der sich einschaltet und sagt, nein, stimmt doch gar nicht. Bist nicht schuld, red dir das nicht ein. Und ich fühle mich dann so klein und ich weiß nicht, ich würde gerne aus diesem Teufelskreis raus, ne, dass ich mich so klein und hilflos fühle. Also es ist auch oft so, wenn er wirklich dasteht und sagt, du bist schuld, dann fühle ich mich wie ein kleines Kind. Fühle ich mich, als wäre er mein Papa und ich wäre das Kind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir so auf einer Ebene stehen in der Beziehung, sondern ja. Ah, okay. Naja, das erklärt dann auch, dass du in dem Moment dann nicht, sag mal, ärgerlich wirst oder deinen Ärger ausdrückst oder sagst, wie es dir geht, sondern dass du dich dann eher zurückziehst. Ja. Ja. Das bedeutet jetzt also vom Auftrag her, du willst dich nicht mehr so hilflos fühlen oder deine Schuldgefühle nicht mehr haben oder was heißt das? Genau, ich will mich nicht mehr, will mehr mit ihm auf eine Stufe kommen. Ich will mich nicht mehr so hilflos fühlen.
Ich möchte eigentlich am liebsten wissen, wie ich gut reagieren kann, ne? Soll ich zurückschießen sollte, wieder meinen Standpunkt einnehmen sollte oder ja. Okay. Wenn du jetzt das Ganze jetzt praktisch so dargelegt hast und wir jetzt bis dahin so drüber geredet haben, wie geht's dir momentan damit? Wie fühlst du dich damit? Jetzt gerade. Für mich ja, sehr, sehr angespannt gerade, sehr überlegt gerade so bei den typischen Gefühlen. Ärger ist es noch nicht so richtig, es ist eher so ein, ja, hauptsächlich eigentlich so in die Ecke gedrängt, hilflos. Und ich möchte das nicht mehr, so wie das im Moment ist. Naja, das ist schon klar, das ist ja kein Gefühl. Das Gefühl wäre in die Richtung, dass ich merke einen Ärger oder eine Schuld oder eine Trauer oder eine Angst. Guck einfach mal, was das Ganze, die ganze Situation so jetzt bei dir auslöst. Gerade im Hinblick auf ihn. So dann doch eher ärgerlich darüber, dass das so ist, dass die Situation so ist. Okay. Und Ärger, ja, Ärger. Ärger auf die Situation, Ärger auf ihn, Ärger auch, aber auch auf mich und Ärger, dass wir da überhaupt so reingeraten sind über die Jahre. Okay, Vorschlag, wir fangen damit an, also mit diesem Ärger oder ärgerlich sein auf ihn. Vorschlag, du setzt ihn dir jetzt etwa 2 Meter Entfernung auf den Stuhl, drehst dich so ein kleines bisschen schräge hin, nicht so weit, dass ich immer noch den guten Ton habe. Probieren wir jetzt mal. Und setz ihn dir erstmal hin, dass du ihn dort dahin visualisierst. Soll ich anfangen zu klopfen Ja, schon? du kannst schon anfangen zu klopfen, ganz genau. Okay, muss den Okay. Stuhl. Ich habe. Okay. Okay, er sitzt da jetzt gerade Okay, gut. und hat jetzt gerade so diese herausfordernde Haltung, dieses typische: Willst mit mir reden? Na dann los, dann zeig mal, dann mach mal. Also, weil das ist immer, wenn ich sage, will, also mal was mit ihm besprechen will, was Ernsthaftes und hingehe und sage, wir müssen reden, dann ist das, schaut er schon immer so, oh, was denn jetzt schon wieder? Okay. Also, bleib bei dir. Geh nicht zu ihm rüber. Bleib bei dir und guck, was jetzt für ein Gefühl ihm gegenüber ist. Sprich ihn dann auch an. Ja, Ne? Ärger. Also auch den Namen natürlich, seinen Vornamen, mein Ärger. Mein Ärger auf dich, Sven. Mein Ärger auf dich, Sven. Gut. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, dass du mir an allen die Schuld gibst. Gut. Mein Ärger auf dich, dass du mir an allem die Schuld gibst. Mein Ärger auf dich, dass du mir an allem die Schuld gibst und mich damit so in die Ecke drängst. Mein Ärger auf dich, dass du mir an allem die Schuld gibst und mich damit so in die Ecke drängst. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, dass du immer einen Schuldigen brauchst. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du immer einen Schuldigen brauchst. Achte darauf immer genau, was er dir konkret antut. Ja, mein Ärger auf dich, dass du immer mich als Schuldigen nimmst. Mein Ärger auf dich, dass du immer mich als Schuldigen nimmst. Mein Ärger auf dich, dass du immer mir die Schuld an allem gibst. Mein Ärger auf dich, dass du immer mir die Schuld an allem gibst. Mein Ärger auf dich, dass du immer mir die Schuld an allem gibst. Mein Ärger auf dich, dass du immer mir die Schuld an allem gibst. Denk auch an die anderen Situationen, wenn er am Essen rummäkelt.
Guck, was da noch ist an Ärger. Ja, mein Ärger auf dich, dass du immer mir die Schuld daran, also, ja, dass du mir die Schuld daran gibst, wenn dir das Essen nicht schmeckt. Eher mein Ärger auf dich, dass du mir die Schuld daran gibst, wie die Kinder sind, wie die Kinder sich benehmen. Mein Ärger auf dich, dass du mir die Schuld daran gibst, wie unsere Kinder sich benehmen, wenn sie sich aus deiner Sicht schlecht benehmen. Mein Ärger auf dich, dass du mir die Schuld daran gibst, wenn die Kinder sich aus deiner Sicht schlecht benehmen. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du mir die Schuld daran gibst, wenn die Kinder sich aus deiner Sicht schlecht benehmen. Überprüf nochmal genau, was ist eigentlich der Ärger genau? Dann ist ja mehr drin, ist ja nicht nur der Ärger, dass er die Schuld gibt. Was konkret macht er damit bei dir? Oder was macht er konkret damit? Er kritisiert mich. Mein Ärger auf dich, dass du mich Mhm. kritisierst. Mhm. Mein Ärger auf dich, dass du mich kritisierst. Das ist überhaupt nicht deine. Du darfst mich gar nicht kritisieren. Du bist nicht mein Vater. Was hast du mich eigentlich zu kritisieren? Mein Ärger auf dich, dass du mich den ganzen Tag kritisierst. Mein Ärger auf dich, dass du mich den ganzen Tag kritisierst. Okay. Mein Ärger auf dich, dass du mich ständig kritisierst. Mein Ärger auf dich, dass du mich ständig kritisierst. Mein Ärger auf dich, dass du mich nicht einfach so sein lässt, wie ich bin. Ah, okay. Mein Ärger auf dich, dass du mich nicht einfach so sein lässt, wie ich bin. Mein Ärger auf dich, dass du mich einfach nicht so sein lässt, wie ich bin. Da kommt auch dazu, du kritisierst mich den ganzen Tag, aber gelobt hast du mich noch nie oder Genau. wertgeschätzt. Genau. Das kommt dir nicht über die Lippen. Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisierst und nicht wertschätzt. Richtig. Ein Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisierst, dass du immer nur auf mir rumhackst. Ein Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisierst. Mein Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisieren kannst, dass du mich nie lobst oder wertschätzt. Gut. Mein Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisierst und nie lobst oder wertschätzt. Mein Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisierst. Mein Ärger auf dich, dass aus deinem Mund nie irgendein nettes Wort über mich kommt. Mein Ärger auf dich, dass du mich immer nur kritisierst. Dass ich das Gefühl habe, dass du mich dass du mich absolut verändern willst, dass ich einfach nicht gut genug für dich bin. Mein Ärger auf dich, dass du mir das Gefühl gibst, ich bin nicht gut genug. Mein Ärger auf dich, dass du mir das Gefühl gibst, ich bin nicht gut genug. Oder Ja, ich habe mir. das Gefühl kann er dir nicht geben. Das Gefühl kannst du dir nur selber machen. Er kann konkret dich nicht wertschätzen. Ja, okay. Ich habe halt das Gefühl, dass er mich immer verändern will, dass er Das, mich. ja, sag ihm das, sag ihm das. Ja, mein Ärger auf dich, dass du mich immer verändern willst. Mein Ärger auf dich, dass du mich verändern, dass ich bei dir nicht ich selbst sein kann. Wie, was meinst du damit konkret? Wie will er dich verändern? Naja, er kritisiert halt den ganzen Tag an mir rum und dann stehe ich immer da und sage, okay, ich müsste ja jetzt quasi irgendwas ändern, damit er nicht mehr rumkritisiert, aber Also ich. das Essen zum Beispiel. Genau. Oder auch anders zu den Kindern sein oder ich weiß nicht, er kritisiert halt rum, wie ich die Spülmaschine einräume. Und ich denke mir, Okay. warum sollte ich die Spülmaschine so einräumen, wie er das will? Ich kann doch die Spülmaschine einfach so einräumen, wie ich das will. Ich bin erwachsen, ich kann das alleine entscheiden, wie ich die blöde Spülmaschine einräumen will. Da ist dann auch wieder mein Trotz, ne? Dieser Trotz, dass Genau. ich denke, ich werde mich nicht für dich verändern. Also okay, dann geh nochmal mein Trotz oft gegen dich. Mein Trotz gegen dich, ich werde mich nicht für dich verändern. Mein Trotz gegen dich, ich werde mich nicht für dich verändern. Mein Trotz gegen dich, ich werde mich nicht für dich verändern. Mein Trotz gegen dich. Mein Trotz gegen dich, ich werde mich nicht für dich verändern. Mein Trotz gegen dich. Mein Trotz gegen dich. Mein Trotz gegen dich. Ja. Wird gerade weniger. Der Trotz.
Der Trotz. Ja, okay. Es wird weniger. Und Trotz. Eher jetzt wieder Ärger, dass ich mich immer wie so ein kleines Kind fühle. Da bist du ärgerlich auf dich. Ja, dass er mir das Gefühl gibt, ein kleines Kind zu sein oder dass Nee, nee, er mich nee. behandelt wie ein kleines Kind. Also das eher, ärger, dass du mich wie ein kleines Ja. Kind behandelst. Genau, mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein kleines Kind behandelst. Wie ein klein, ja, wie ein Kind oder wie ein Teenager. Aber mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst und überhaupt nicht ernst nimmst. Ah, okay. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst und überhaupt nicht ernst nimmst. Mein Ärger auf dich, dass du mich wie ein Kind behandelst und überhaupt nicht ernst nimmst. Aber das stimmt ja auch nicht. Also er Okay. nimmt mich ja ernst, indem ich quasi, wenn ich meine Meinung sage und er das dann als Entscheidung ansieht, dann nimmt er mich ja ernst. Aber ich das Gefühl, das ist dann so, er will die Entscheidung selber nicht treffen, weil er braucht ja einen Buhmann. Das die falsche Entscheidung ist. Also Ja, okay. Bleib in Kontakt mit ihm. Ich meine, wenn er an dem Essen rummäkelt, das hat ja nichts jetzt mit Ernst nehmen zu tun, sondern dann eher mit so man fehlender Wertschätzung. ja, fehlende Wertschätzung, aber auch dieses, wenn du, weiß ich nicht, wenn du was anderes essen willst, dann sag's halt. Dann wünsch dir halt was anderes. Dann sag halt, was du willst. Dann triff du halt die Entscheidung, was es zu essen geben soll. Oder, ja. Das Oder heißt, triff du die Entscheidung mit dem Haus? Warum hast du die Entscheidung nicht getroffen? Warum haben wir nicht diskutiert über diese Entscheidung? also keine Warum-Fragen, sondern wäre das ein Ärger, dass er keine Entscheidung trifft oder keine Entscheidung getroffen hat? Ja, man, ja, So? Ärger, dass er keine Entscheidungen trifft. Dass du, sprich ihn direkt an. Mein Ärger auf dich, dass du keine Entscheidungen triffst. Mein Ärger auf dich, dass du keine Entscheidungen triffst und vor allem zu denen stehst. Oder mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst. Okay. Mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst. Mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst. Mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst. Und das packt mir dann in die Ja, Schuhe schiebt, genau. ne? Mir alles in die Schuhe. Mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst und immer mir alles, mich als den Buhmann hinstellst. Oder ja, mir die Schuld gibst. Mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst, sondern mir die Schuld an allem gibst. Mein Ärger auf dich, dass du keine Verantwortung übernimmst und immer mir die Schuld an allem gibst. Ist das, sag ich mal, ein Phänomen, was du irgendwie kennst? Das Thema, dass du mal für was verantwortlich gemacht wirst, dass du nicht gewertschätzt wirst. Ist das irgendwas, was du kennst aus früheren Beziehungen oder deiner Kindheit irgendwie? Also ich kenne auf jeden Fall das mit der fehlenden Wertschätzung, das kenne ich aus meiner Kindheit. Das Okay. habe ich, also Wertschätzung habe ich von meinen Eltern auch nie bekommen. Gar nicht. Von Aber wann? jetzt mit der Schuld, also meine Eltern, kann mich nicht erinnern, dass die mir an irgendwas die Schuld gegeben hätten. Naja, aber das andere ist ja sehr wichtig, ne? Dass du nie eine Wertschätzung oder Anerkennung oder so bekommen hast. Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil hier begegnet ja das Thema ja wieder, ne? Ja. Von wem hat es dir gefehlt oder von wem hast du es nicht bekommen, wo du es gar Von nicht meinen bekommen Eltern, von beiden, von hast? meiner Jawohl. Mutter und von meinem Vater. Die waren Ja. so, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ich habe in meinem Leben nie gehört, ein hab dich lieb oder so. Das habe ich nie gehört, nie bekommen. Okay, Vorschlag wäre mal, dass wir zunächst erstmal auf den Vater fokussieren, weil du ja das jetzt wieder in Form deines Mannes nochmal serviert bekommst, das Thema. Ne? Also von daher setzt dir jetzt nochmal den Vater auf den Stuhl. Ob da, wenn der dort sitzt, der lebt ja auch noch, nehme ich mal an, ne? Ja, der lebt noch. Okay, Der gut. lebt noch.
Und versuch mal, ob du da jetzt in ein Gefühl reinkommst, oder in Ärger, wie auch immer, im Hinblick auf dieses Thema Wertschätzung, Lob, gesehen werden. Also ich habe diesen Ärger, der da war, da habe ich schon viel, viel dran gearbeitet, viel gesehen. Deswegen, das ist jetzt eher noch so ein, also wenn ich ihn jetzt so sehe, so Ärger merke ich gerade nicht. Nicht, okay. Es ist jetzt eher, ich weiß nicht, ist gerade so ein Selbstmitleid da, so ein, boah, wie lang soll denn das Thema jetzt noch gehen? Ich habe halt keine Wertschätzung bekommen als Kind. Ja, Sei drum, habe ich überlebt. gut, das hast du bekommen. Okay, jetzt geht es ja mehr darum, um den wichtigeren Punkt, wenn du deinen Vater siehst, willst du das von ihm noch haben? So rum. Weil dir wird es ja jetzt im Alltag durch deinen Mann sozusagen ja präsentiert, dass er dir diese Wertschätzung und Anerkennung als Ehefrau, als Mutter nicht gibt. Deswegen. Nicht, wenn ich meinen Vater angucke, dann nee, eigentlich brauche ich von ihm keine Wertschätzung mehr oder möchte ich von ihm keine mehr. Das ist, ich hätte die lieber von meinem Mann. Okay. Gut. Also da Stimmt. ist definitiv kein Bedürfnis von ihm nochmal irgendwie Wertschätzung zu bekommen. Nee. Okay, wichtiger Punkt. Gut, also er definitiv von deinem Mann. Genau. Okay, gut, dann setzt ihr den Ehemann wieder hin. Und ja, versucht das zu formulieren, ja, im Sinne von Sven, ich brauche von dir, ich möchte von dir Anerkennung oder Wertschätzung, dass du mich siehst oder guck, was da kommt. Ja, es ist gerade, also brauche nicht mal Anerkennung von ihm. Der soll einfach nur aufhören, die ganze Zeit an mir rumzukritisieren, rumzumäkeln. Also, Na, ich denke nicht, dass das reicht. ist so. Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn er aber nur aufhört, an dir rumzumäkeln, sondern ich glaube, dass er sicherlich mehr Bedürfnis ist. Also es ist, ich stelle mir gerade vor, dass er mir meine ganz einfache Wertschätzung sagen würde, hast du gut gemacht. Das würde aus dem Mund total albern klingen, weil ich das hat er noch nie gesagt. Das würde bei ihm total unecht klingen. Deswegen, das meine ich mit diesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bedürfnis habe, das von ihm zu hören, weil Ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jede Ehefrau möchte vom Mann logischerweise mal hören, ey, ich finde dich toll oder klasse, wie du das machst. Und, ne? Ich glaube nicht, das stimmt nicht. ja, nee, das wäre schon schön. Ja, klar. Es wäre schon schön, das mal zu hören, Ja, wenn hör du mir mal. sagst, wie toll ich bin, dass ich toll bin. Ja. Okay. Ja, dass ich mich nicht immer fragen muss, was du überhaupt an mir findest, warum du mich überhaupt geheiratet hast, wenn ich ja Warum, so schrecklich ja, bin. exakt, warum du überhaupt noch mit mir zusammen bist, ob du überhaupt noch liebst. Und ja, es geht hier Ja. um die fehlende Wertschätzung und Anerkennung, die du als Ehefrau nicht bekommst. Natürlich möchtest du die gerne haben. Ja. Das ist ja letztlich der Grund, warum du dann auch so mal sexuell und körperlich sagst, nö. Dann will ich auch keine körperliche Nähe zu dir. Nämlich so behandelt. Ja. Und achte drauf, was das auslöst, wenn wir drüber reden. Das ist eher jetzt Trauer, eine Trauer Okay. darüber, dass ich keine Wertschätzung von dir bekomme. Okay, sehr gut. Eine Trauer darüber, dass du mir nicht sagst, dass du mich liebst und dass ich eine tolle Frau bin. Sehr gut. Eine Trauer darüber, dass du mir nicht sagst und zeigst, wie toll ich bin. Ja, dass du mir nicht sagst, dass du mich toll findest. Ja. Eine Trauer darüber, dass du mir nicht sagst, dass du mich toll findest. Genau. Meine Trauer darüber, dass du mir nicht sagst, wie toll ich bin. Und dass ich was, wenn ich, ja, dass du mich nicht wertschätzt. Gut. Meine Trauer darüber, dass du mich nicht wertschätzt. Meine Enttäuschung darüber. Nicht wertschätzt als Frau, als Ehefrau. Ja, meine Genau. Enttäuschung darüber, dass du mich nicht wertschätzt als deine Ehefrau. Als Frau an deiner Seite. Genau.
Eine Enttäuschung darüber, dass du mich nicht wertschätzt als deine Ehefrau und auch nicht wertschätzend behandelst. Nicht nur, dass du es mir nicht sagst, sondern dass du mich auch nicht wertschätzend behandelst. Richtig. Richtig. Ja, jetzt es kommt so ein Frust, ne? Das frustriert mich ja total. Mein Frust darüber, dass du mich Gut. nicht wertschätzend behandelst. Okay. Mein Frust darüber, dass du mich nicht wertschätzend behandelst als deine Ehefrau. Mein Frust darüber, dass du mir als deine Ehefrau überhaupt gar keine Wertschätzung entgegenbringst. Ja. Mein Frust darüber, dass du mir als deiner Ehefrau so gar keine Wertschätzung entgegenbringst. Es ist wieder Ärger, mein Ärger. Mein Ärger auf dich, dass du mir als deiner Ehefrau so gar keine Wertschätzung entgegenbringst. Mein Ärger auf dich, dass du mir als deiner Ehefrau gar keine Wertschätzung entgegenbringst. Mein Ärger auf dich, dass du mir als Frau so gar keine Wertschätzung entgegenbringst. Mein Ärger auf dich. Ich mache und tue. Ich mache ja alles für dich im Haushalt und du siehst es einfach überhaupt nicht. Du merkst es nicht mal. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, dass du mir so gar keine Wertschätzung als deine Frau entgegenbringst. Mein Ärger auf dich, dass du das überhaupt nicht siehst, was ich alles mache für uns, was ich alles tue. Mein Ärger auf dich, dass du es überhaupt nicht siehst, was ich alles mache. Mein Ärger auf dich, dass du überhaupt nicht siehst, wie toll ich bin, dass du es überhaupt nicht merkst. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, dass du es überhaupt nicht merkst, wie toll ich bin, was du für eine tolle Frau hier zu Hause hast. Mein Ärger auf dich, dass du das nicht wertschätzt, was du für eine tolle Frau hast. Mein Ärger auf dich, dass du das überhaupt nicht wertschätzt, was du für eine tolle Ehefrau hast. Mein Ärger auf dich, dass du das überhaupt nicht wertschätzt, was du für eine tolle Ehefrau hast. Kommt jetzt gerade so ein, du hast mich gar nicht verdient. Du hast mich überhaupt nicht verdient, so eine tolle Frau. Du hast es gar nicht verdient, dass du so eine tolle Frau hast, weil du es überhaupt nicht wertschätzen kannst. Okay. Hast mich überhaupt nicht verdient als deine Frau. Lass mich Überprüft laufen. deine Gefühle dazu, ist noch Trauer, noch Ärger? Ja, so Ärger, Frust immer noch. Frust. Ja, das ist einfach total frustrierend. Das ist total frustrierend, dass du mich überhaupt nicht wertschätzt. Dass du überhaupt nicht siehst, was du an mir hast. Total frustrierend, dass du überhaupt nicht siehst, was du an mir hast, sondern immer nur an mir rummäkelst. Total frustrierend. Ich will mich gar nicht mehr so frustriert fühlen. Mein Frust, dass du mich überhaupt nicht wertschätzt. Ja. Mein Frust, dass du immer nur an mir rummäkelst. Du überhaupt nicht siehst, was du an mir hast. Mein Frust auf dich, dass du immer nur an mir rummäkelst. Frust auf dich, dass du immer nur an mir rummäkelst und mich nicht wertschätzt. Mein Ärger auf dich, da ist immer noch so viel Ärger. Okay. Mein Ärger auf dich, meine Wut auf dich, dass du immer nur an mir rummäkelst. Meine Wut auf dich, dass du immer nur an mir rummäkelst. Meine Wut auf dich, dass du immer nur an mir rummäkelst. Du überhaupt nicht siehst, was du an mir hast. Meine Wut auf dich, dass du immer nur an mir rummäkelst. Mich überhaupt nicht, dass du mich behandelst wie ein kleines Kind. Du mich überhaupt nicht als ebenbürtig ansiehst. Meine Wut auf dich, dass du immer nur rummäkeln kannst, dass du immer nur an mir rummäkelst. Meine Wut auf dich, dass du nichts Nettes über mich sagen kannst, dass dir wirklich überhaupt nichts Nettes über mich über die Lippen kommt. Meine Wut auf dich. Dass dir nichts Nettes über mich über die Lippen kommt. Meine Wut auf dich, dass du nichts Nettes zu mir sagen kannst. Meine Wut auf dich, dass du nichts Nettes zu mir sagen kannst. Jetzt kommt gerade so ein bisschen Resignation mit rein, so, naja, hat er doch noch nie gesagt. Ach Wird sich eh so. nicht ändern.
Ach so, dass das noch nie gesagt hat, was Nettes. Ja, genau. Also er hat was Nettes gesagt. Ich sag mal so im vielleicht im ersten halben Jahr unserer Beziehung und das war's. Und dann nicht mehr. Und das ist so, da bin ich schon so voll resigniert, dass ich das, ja, kriege ich von ihm sowieso nicht mehr. Ah, okay. Ja, nimm das mal, löst die Nummer auf, die Resignation, dass ich das eh nicht bekomme. Meine Resignation, dass ich von dir sowieso keine Wertschätzung bekomme. Meine Resignation, dass ich von dir sowieso keine Wertschätzung bekomme. Meine Resignation, dass ich von dir sowieso keine Wertschätzung bekomme. Meine Resignation, du kannst das sowieso nicht, du kannst halt einfach nicht loben. Meine Resignation, du kannst halt einfach nicht loben, von dir kriege ich sowieso keine Wertschätzung. Meine Resignation, du kannst halt gar nicht loben, von dir kriege ich sowieso keine Wertschätzung. Meine Resignation, dass ich von dir sowieso keine Wertschätzung bekomme. Meine Resignation. Meine Resignation, von dir kriege ich sowieso keine Wertschätzung. Meine Resignation, von dir kriege ich sowieso keine Wertschätzung. Meine Resignation, von dir kriege ich sowieso keine Wertschätzung. Oh, da ist immer noch so viel Resignation. Ja, klar. Will. Das ist für mich eine Tatsache. Das ist absolut Tatsache, dass ich von dir keine Wertschätzung kriege. Meine Resignation, dass ich von dir sowieso keine Wertschätzung bekomme. Meine Resignation, dass ich von dir sowieso keine Wertschätzung bekomme. Na, überprüf's doch einfach mal oder probier's doch mal aus, ihm das so zu sagen. Also, Sven, ich brauche von dir oder ich möchte von dir. Ich brauche das als Frau, als deine Ehefrau. Brauche ich das, dass du das einfach mal äußerst? Als wenn ich möchte, dass du mich wertschätzt und dass du mich so siehst, wie ich wirklich bin. Nee, so, ich würde es versuchen, so. Ja, ich brauche von dir die Wertschätzung als deine Ehefrau. Wenn ich brauche von dir die Wertschätzung als deine Ehefrau. Brauche von dir die Wertschätzung als deine Ehefrau. Da kommt gerade so ein, ich habe da so einen Widerstand, weil ich mir so schon so ewig eingeredet habe, ach, ich brauche das nicht. Ja, das ist ja der springende Punkt. Mir die selber, Ja, denkst du, das Problem ist, dass du dann, sag also mal, auf deine Kinder überswitcht, dein Mann sozusagen keine Rolle mehr spielt und du dich nur noch mit deinen Kindern beschäftigst, wo du deine, sag mal, deine positiven Elemente dir rausholst und Erlebnisse und er spielt ja im Prinzip dann keine Rolle mehr, weil von dem kommt ja eh nichts und dann ziehst du dich von ihm zurück, konzentrierst dich auf die beiden eigenen Kinder, vielleicht auch noch auf die Stieftochter und ja, und er ist dann im Prinzip draußen. Du hast ja auch was resigniert. Von dem kriege ich eh nichts mehr und Ja. muss mal gucken, ob da was dran ist, ne? Auf jeden Fall. Also wenn du das so sagst, das ist es, dass ich halt wirklich denke, ich brauche das nicht, weil von dir kriege ich es eh nicht. Genau, und der zweite Teil ist, und dass du dich dann von ihm abwendest und dich dann den Kindern zuwendest. Ja. Ja. Ist da was Also da. dran? Absolut, absolut. Von meinen Kindern, die lieben mich so, wie ich bin und Genau, und da ist das Problem. Guck mal, damit rückst du von ihm weg und sozusagen rückst mehr zu den Kindern. Und ich lasse jetzt mal die Stieftochter raus, ne? Aber eure gemeinsamen Kinder. Die Situation ist dann praktisch 3:1. Weil du bist nicht mehr neben ihm. Du bist nicht mehr eng bei ihm, neben ihm, so Mann und Frau, und die Kinder sind um euch herum, sondern du bist bei den Kindern ganz eng und er ist außen vor. So, und jetzt kommt er nach Hause und sieht, wie du mit den Kindern bist. Was glaubst du, was jetzt passiert? Ja, dann fühlt er sich außen vor. Und er wird ärgerlich auf dich. Weil er mitkriegt, unbewusst, er spielt hier keine Geige mehr.
Weil du hast dich sozusagen damit abgefunden mit der Situation, resigniert, aber die Kinder sind noch da und die freuen sich, die sind toll, ja klar, logisch, du bist ja die Mutter. Aber er kriegt natürlich mit, zwischen euch läuft nichts mehr. Aber wie kriege ich ihn denn da wieder rein? Weil ich meine, Ja, das das ist ja. jetzt der Reihe nach, das ist der nächste Schritt. Der Reihe nach, da haben wir gleich. Aber erstmal mitzukriegen, das ist mit einem Hintergrund oder eine Ursache, dass er so aggressiv natürlich auf dich primär reagiert, weil er mitkriegt, du hast dich von ihm schon verabschiedet. Von dem kriegt das eh nicht. Ja, Thema durch. Und dann konzentriere ich mich halt auf die Kinder und dann ist alles gut. Sex habe ich jetzt auch abgehakt. So, ich bin einfach nur Mutter und verdiene Geld und mache mein Business so. Aber er ist im Prinzip draußen. Und das wären deine 50%. Er kriegt das natürlich jetzt nicht mit, so, sag mal, so auf den Punkt gebracht, sondern er kriegt nur mit, er ist stinkend, er wird plötzlich wütend oder kritisiert dich und ne, macht dir Vorwürfe, weil er mitkriegt, ey, ich stehe hier alleine. Das ist die Situation in eurem System. Er ist letztlich außen vor. Und da wären Männer natürlich ziemlich eklig. Dann gibt's keinen Sex mehr. Kommt noch dazu. Ne? Dann wird er noch ekliger. Du signalisierst ihm natürlich auch nichts mehr, ich will was von dir. Damit sagst du ja nochmal ganz deutlich, nee, du bist draußen. Du spielst ja keine Rolle mehr. So, das ist der erste Schritt. Ja. Ja, da hast du recht. So, da ist die jetzt, da können wir jetzt ansetzen, da ist die Lösung im Sinne von, dass du gucken musst, was wäre die optimale Situation, wenn er nach Hause kommt. Und dass er gar nicht, sag mal, dass er nicht, gar nicht das Gefühl hat, ey, boah, ich bin hier draußen. Was könntest du da machen? Mich ihm zuwenden. Jo. Dich definitiv zu 100% ihm zu wenden, dass er wieder die Nummer eins ist und nicht mehr die Kinder. Ich weiß nicht wie lange, aber momentan sind die Kinder die Nummer eins. So. Und das darf nicht sein. Ich habe immer, wenn ich das versuche, mich mehr ihm wieder zuzuwenden, habe ich das Gefühl, er will das gar nicht. Ja. Vielleicht hast du es bisher noch nicht so, sag ich mal, vor diesem Hintergrund jetzt gesehen und du hast ja mehr im Vordergrund, er kritisiert mich und so weiter. Ja klar, warum kritisiert er dich? Weil er mitkriegt, dass er draußen vor ist. Also natürlich fängt er an, dich dann, sag mal, sehr schlecht zu behandeln. Und du ziehst dich noch weiter zurück und sagst, nö, hier, hau ab. Ich habe ja meine Kinder. So, und dann haut er da natürlich auch drauf. Also insofern, was du in der Hand hast, definitiv wieder für dich zu entscheiden, ey, nein, das darf nicht sein. Die Kinder dürfen nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein, sondern mein Mann muss der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und ihm das zu signalisieren und ihm diese Wertschätzung zu geben, ey, du bist die Number One für mich. Und nicht die Kinder. Ne? Er entzieht dir die Wertschätzung und du hast ihn rausgeschmissen. Und wie gesagt, da ist dein Anteil. Zu gucken eben, wie kann ich wieder neben ihm sein? Wie kann ich das machen? Indem du, ne, auch die Wichtigkeit erkennst, wie wichtig das für dich ist, für deine Beziehung zu deinem Mann, weil wenn das so weitergeht, seid ihr spätestens im siebten Ehejahr, ist er draußen, ist er weg. Der hat eine andere oder du schmeißt ihn raus, eins von beiden. Das geht nur bis zum siebten Jahr gut. Insofern, jetzt hast du die Möglichkeit, da die Wende einzuleiten und sagen, okay, ich habe es erkannt, er hat es noch nicht erkannt, muss er vielleicht auch nicht. Es reicht aus, wenn du als weise Frau das erkennst, ey, wow, ich habe ihn rausgeschmissen, also hol ihn wieder rein. Gib ihm Verantwortung im Sinne von, er hat was zu sagen, es läuft so, wie er das, ich möchte es wie du das willst. Also, dass du 100% ihm signalisierst, ich stehe hinter dir. Ich stehe nicht hinter den Kindern, sondern ich stehe hinter dir. Und wenn du das signalisierst und lebst,
hört das andere sofort auf. Das heißt, das wäre dann auch so eine Situation, ne, wenn er mit unserer Tochter schimpft und die dann zu mir kommt und in den Arm genommen wird, dass ich sage, nee, wenn Papa mit dir schimpft, dann wird er wohl einen Grund gehabt haben. Also fängt das schon da an, dass ich So ihm ein da. Beispiel, sehr gut, genau, exakt, exakt. Dass sie, ne, dass sie nicht plötzlich dann sozusagen zu dir kommt und du dann da und dann ist er draußen. Bums. Er hat nichts zu sagen. Dass du nämlich, genau wie du sagst, genau, ja, wenn Papa das gemacht hat, wird er seinen Grund haben. Okay. Und heißt das aber, dass ich dann auch hinter seinen Entscheidungen stehen muss, auch wenn ich die doof finde? Jo. Jo. Auch das, liebe Dana. Das bedeutet aber nicht, dass du das akzeptieren musst. Du kannst gerne mit ihnen drüber reden, aber nicht im Beisein der Kinder. Das ist wichtig. Du kannst das doof finden. Vielleicht findest du es ja bisher nur doof, weil es von ihm war und du nicht möchtest, dass er da irgendwie euch sich da einmischt in eure kuschelige Dreierbeziehung. Nee. Hast du nur eine Tochter und Sohn? Nee, nur Töchter. Eine Töchter. Guck mal, da hast du drei, der hat vier Weiber gegen sich. Ja. Vier Frauen. Und er ist raus. Er ist draußen. Er spielt keine Geige mehr. Da wären Männer ziemlich aggressiv. Sie wissen zwar nicht wieso, aber dann ist er, hat da nichts zu sagen. Sexuell hat er auch nichts mehr, kriegt er auch nichts mehr. Und klar fängt er dann an, rumzumäkeln an allem. Der mäkelt, aber er mäkelt ja nur an dem Essen rum, weil er gar nicht weiß, warum er eigentlich ärgerlich ist. Er ist eigentlich ärgerlich deswegen, weil er rausgeflogen ist. Das kriegt er bloß gar nicht mit. Er nimmt dann halt das Essen oder die Kinder, wie du die erziehst, was auch immer. Na klar. Insofern, auch wenn du es noch so blöde findest, du musst das dahinter stehen. Wenn er eine Entscheidung trifft, wenn sie noch so beschissen ist, du musst dazu sagen, ja, und dann kannst du mit ihm immer noch, wenn ihr wieder zusammen seid, nochmal drüber reden, wie machen wir das, da, da, da. Und dass du ihn damit einbeziehst. Und nicht so, ja, du hast ja eh nichts dir zu sagen. Guck mal, mach dir klar, du hast die Macht. Du hast die Macht über zwei Frauen. Ihr drei, gegen ihn hast du als Mann keine Chance. Null. So, und wenn so eine Entscheidung kommt wie mit dem Haus, dann musst du tatsächlich in der Situation, wenn er sagt, ich möchte gerne hier eine Rückabwägung, musst du sagen, ja, einverstanden. Finde ich auch. Darf ich nicht mal mit ihm diskutieren? Ja, schon. Meine Natürlich. Meinung, ich hätte Ja. gerne das, aber oder Natürlich. kann ich dann sagen, ich hätte gerne das, aber du entscheidest, oder Ja, wie? zum Beispiel. Genau. Denn das hat sich über mehrere Jahre jetzt ja aufgebaut, dass er rausgeflogen ist. Insofern musst du da sehr rigoros das in die andere Richtung rudern. Ja, sehr brutal in die andere Richtung rudern, dass er mitkriegt, ey, wow, ja, ich habe hier wieder was zu sagen. Im Sinne von, ey, was möchtest du morgen essen? Ja? Oder wie wollen wir das machen mit da? So, ja? Also, dass du Aber in die. wie mache ich das, wenn er, also zum Beispiel das mit dem Essen, ne? Wenn ich frage, was willst du morgen essen? Und er sagt, ist mir egal, entscheide du. Ja, gut, okay. Das ist doch gut. Ja. Guck mal, das reicht ja nicht. Guck mal, es reicht doch. Das spielt keine Rolle jetzt mit dem Essen. Das sind so die Kleinigkeiten. Viel entscheidender ist, dass du energetisch wieder zu ihm rückst. Und dass er mitkriegt, ey, meine Frau ist wieder neben mir. Und dann kriegst du auch die Wertschätzung, die du möchtest. Aber das setzt voraus, dass du auch die Wertschätzung für ihn als dein Mann wieder, sag mal, demonstrierst, indem du neben ihm bist. Und sagst, ja, du bist, wir beide sind eng zusammen, ne, wie keine Briefmarke dazwischen. Und wir beide gehen hier durchs Leben. Und die Kinder sind nur drumherum. Das sind die Trabanten. So, wenn er Okay. dies, wenn du ihm das signalisierst, hört der ganze andere Kram auf. Warum sollte er es dann tun? Macht keinen Sinn. Er hat wieder eine liebende Frau an seiner Seite. Okay. Das Okay. kannst du nur jetzt dir sehr bewusst machen, wo schließe ich ihn aus und dass du damit aufhörst, rigoros. Er Okay. wieder mitkriegt, ey, er hat hier was zu sagen. Ne, und gerade bei den Kindern musst du tierisch aufpassen, ne, wenn er was sagt, was macht, dass du ihm da nicht in den Rücken fällst. Das ist tödlich. Ja? Weil sonst die Kinder kriegen, hat den Kindern hast du den Töchtern bisher signalisiert, bei der Älteren war es jetzt nicht, wahrscheinlich war es in der ersten Ehe bei ihm genauso, hat er wahrscheinlich auch nichts zu sagen gehabt.
Aber was du ihm signalisierst, den Töchtern signalisierst, ist, Männer haben sowieso nichts zu sagen. Wir Frauen, wir schmeißen hier den Laden. Du lebst hier nicht vor eine liebevolle, loving Beziehung mit Küsschen und Umarmung und die beiden halten zusammen. Das vermittelst du ihnen nicht. Was natürlich fatale Konsequenzen später für ihre Beziehung zu Männern haben wird. Weil du lebst dir nicht vor, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau funktioniert. Also das ist im Prinzip das Allerwichtigste. Und das ist auch die Erklärung, weil er natürlich auch kein Interesse an der Paartherapie hat. Weil du das praktisch vorschlägst. Wenn, müsste sowas von ihm kommen, dass er mitkriegt, oh ja, irgendwas läuft hier schief oder so. Aber er weiß ja gar nicht, was schief läuft. Er gibt dir halt die Schuld, hat er ja auch gewisserweise recht. Nur, das Thema ist verfehlt. Er kriegt gar nicht mit, wie scheiße es ihm geht, dass er hier eigentlich in der Familie gar nichts mehr zu sagen hat. Außer, dass er die Kohle ranbringt. So, wenn du das umsetzt, ja, ist das Ding ganz schnell gegessen. Um nichts anderes geht es. Also das Ding umdrehen, nicht darauf warten, dass du die Wertschätzung bekommst, sondern ihm die Wertschätzung oder den Raum wieder in der Familie geben, der ihm zusteht. Und dann behandelt er seine Frau auch wieder wertschätzend. Guck mal, ob da noch irgendwas jetzt bei dir noch, was du noch brauchst jetzt an Orientierung oder noch an Fragen oder guck mal, was brauchst du da noch? Ja, da ist gerade so ein bisschen, also das Einzige, was mir da gerade kam, ist so, ja, okay, bei den Kindern und zu Hause und gemeinsam, da ist, muss er der Mann sein und kriegt die Wertschätzung und muss auch die Entscheidungen treffen und muss vor allem auch von mir unterstützt werden. Ich denke mir jetzt gerade, wie das so ist, gerade bei so Sachen, die nur ihn und mich betreffen. Also mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, aber ich will nicht, dass er über mich bestimmt. Nee, er Also ich will bestimmt mich dann ja. nicht so klein fühlen, will nicht Nee, so. Moment. Nee, wieso bestimmt er über dich? Naja, so wie jetzt mit dem Haus, dass das dann seine Entscheidung wäre und Vorsicht, ne? Das ist ja daraus resultiert, dass die Situation schon so schräge war. Dass da vorher schon irgendwie sowas von war, er spielt keine Rolle mehr. Das wird jetzt oder würde jetzt anders laufen. Der könnte sich mal genauso sagen, ja, sorry, hast recht. Also irgendwo, es wäre besser gewesen, wir hätten es damals abgewickelt. Ne? Und damals war ich aber noch nicht so weit, das zu blicken. Was kostet sich das? Ne? Vermutlich war damals schon die Situation, dass er das Gefühl hatte, ich habe hier eh nichts zu sagen. Insofern hat er gesagt, gut, dann mache ich dann eh das, was Dana sagt. Ne? Und immer wieder sagen, nee, ich möchte, dass ab jetzt, dass du das entscheidest. Ich stehe hinter dir. Sag mir, wie du entscheidest. Und dann folge ich dir. Nur so funktioniert's. Und dann, dadurch machst du dich nicht klein, sondern du stärkst damit deinen Mann und kriegst dann ganz viel zurück. Dann fängst du an, ihn zu wertschätzen und du kriegst die Wertschätzung zurück. Und das erleichtert dich gewisserweise auch, weil du plötzlich nicht mehr hier mehrere Sachen machen musst, sondern du gibst damit ja an ihm Sachen ab. Ihr besprecht was und er entscheidet und gibt das dann nach unten weiter sozusagen. Das, wie sehr du dann entspannen kannst als Frau, weil du dem Mann die Führung übergibst. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe jetzt oft das Gefühl, ich habe viele Entscheidungen getroffen, weil er sie halt nicht getroffen hat. Gut, das lag ja daran, da beißt dir die Katze im Schwanz, weil du die Situation kreiert hast, unbewusst. Er spielt eh keine Rolle mehr. Er ist eh draußen. Nochmal, energetisch ist er rausgeflogen aus dem Familiensystem und du musst ihn ins Familiensystem wieder reinholen. Wie du das auch anstellst, dann mach das, dass er das mitkriegt. Oder besprich es von mir aus so mit ihm. Ich habe das Gefühl, ich hab dich hier schon längst rausgeworfen, rausgeschmissen und sorry, tut mir leid, ich möchte, dass das anders wird. Ich möchte wieder einen Mann an meiner Seite haben. Und ich habe, okay, Probleme damit gehabt. Ne?
sorry, aber Hm. und guck, was das verändert in eurer Beziehung. Das verändert alles. Okay. Ich probiere das aus. Ich bin gespannt. Ja, klasse, gut. Wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Klasse. Ja, also wenn du jetzt nichts mehr hast, dann sind wir im Prinzip für heute durch. Okay, super. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Und dann viel Erfolg. Toi, 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 bleib dran und dann bis bald. Ja, danke. Bis bald. Bis bald.